Hallo und herzlich willkommen zu The Basics. Das ist ein neues Themengebiet hier auf meinem Kanal. Mal schauen, wie gut es ankommt. Auf jeden Fall werden wir uns hier drin sehr viel über die IT-Grundwissens-Themen unterhalten, damit ihr einen gewissen Wissensstand natürlich schon habt. Wie ich des Öfteren immer mal wieder aus den Kommentaren entnehme, wisst ihr nicht unbedingt immer alles, was ich schon voraussetze. Deswegen werden wir jetzt hier einfach alle möglichen Grundlagen ansprechen und ich versuche es so einfach wie möglich für euch auch zu halten, damit natürlich auch der Lerneffekt groß genug ist. Deswegen werden wir uns heute mal mit einem relativ einfachen, aber ich hoffe interessanten Thema befassen. Ich habe es relativ kurz gehalten, so für den Einstieg. Es wird allerdings eine Tutorial-Reihe geben mit diesem Video, weil die anderen Videos werden auf dieses Video wiederum aufbauen und man sollte natürlich dann auch alle gesehen haben, damit man auch wirklich mitkommt. Aber ich versuche es modular aufzubauen. Und zwar werden wir uns in diesem Video über IP-Adressen unterhalten, mal das grobe Wissen. Was sind denn genau IP-Adressen und alles? Fangen wir genau an. Und zwar fangen wir mit dem ersten Thema an. Für was werden IP-Adressen verwendet, wie ihr schon in der Überschrift lesen könnt. Und zwar ist das Hauptthema, IP-Adressen werden dafür verwendet, um die Adressierung von einem netzwerkfähigen Gerät im Netzwerk zu ermöglichen. Das heißt, dass ich ein Gerät identifizieren kann, dass ich jetzt dahin ein Paket zum Beispiel senden könnte. Also jetzt nicht ein richtiges Paket, sondern natürlich ein Datenpaket. Und ja, wichtig dabei zu wissen ist, eine IP-Adresse muss nicht eindeutig sein. Es kann auch sein, dass eine IP-Adresse mehrmals vorkommt. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Das wird uns nämlich jetzt auch gleich im nächsten Punkt, wenn wir das gleich mal durchsprechen. Eine IP-Adresse ist zwar zu der Adressierung da, aber jetzt machen wir einfach mal das Beispiel. Ihr wohnt in der Stadt und da gibt es bestimmt die Hauptstraße oder wie auch immer man sie nennen möchte, aber Hauptstraße gibt es wahrscheinlich in vielen Städten. Und die Hauptstraße 1, die wird es oft geben, diese Adresse. Die ist somit nicht eindeutig, aber es gibt ja noch den Stadtnamen zum Beispiel, der ihn dann wiederum eindeutig macht oder die Postleitzahl. Und so müsst ihr euch das bei der IP-Adresse auch vorstellen. Das ist nicht unbedingt eindeutig, aber es dient zur Adressierung im Netzwerk, damit man weiß, welches Gerät gemeint ist. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, was es überhaupt für IP-Adressen gibt. Und zwar haben wir nämlich folgende. Wir haben externe und interne IP-Adressen. Das ist ein gewisser Unterschied. Und zwar die externen, die sind eindeutig, damit ich auch wirklich was zuschicken kann. Allerdings können wir externe IP-Adressen nicht selber verwenden, sondern die kriegen wir von unserem Provider zugestellt. Nach außen hin können wir die auch somit auch nicht aussuchen, wir können sie nicht selber vergeben, sondern die wird vom Provider gestellt. Wir können auch feste IP-Adressen beantragen, allerdings können wir die normalerweise auch nicht aussuchen. So, genau. Ja, da hätte man draufklicken sollen. Und natürlich hätte man auch noch interne IP-Adressen. Die kann man wiederum selber vergeben. Die sind auch in einem bestimmten Adressraum. Den gucken wir uns jetzt aber noch nicht an. Da uns ein gewisses Fachthema noch fehlt, das werden wir nachholen. Wir gucken uns jetzt erstmal nur den groben Anteil von IP-Adressen an, was eine IP-Adresse genau ist. Und interne IP-Adressen sind für die interne Kommunikation, also auch für die Adressierung gedacht. Nur nicht nach extern hin. Nach extern gebt ihr eure internen IP-Adressen normalerweise nicht. Also die externen wissen nicht, welche internen IP-Adressen ihr habt im Normalfall. Und intern wisst ihr auch nicht unbedingt, wer was extern hat. Ihr habt zumindest mal nicht direkt was damit zu tun. Euer Router weiß es, euer PC weiß es meistens auch, beziehungsweise ihr könnt es ja auch direkt angeben, aber es wird seltenst verwendet. Okay. Und was es noch gibt, sind IPv6-Adressen. Im Moment sind wir auf dem Stand IPv4. Und da gucken wir uns auch gleich mal an, wie so eine Adresse aussieht. Das wäre nämlich der nächste Punkt. Und nur mal im Hinterkopf behalten, es gibt noch eine neuere Version, die aber im Moment noch nicht richtig eingesetzt wird. Sie wird teilweise schon verwendet, aber im Moment sind wir noch auf dem Stand IPv4. Und das hat auch im Moment noch einen ziemlich guten Grund. Und vor allem ist es auch jetzt einfacher für mich im Video, das zu euch zu erklären. So,
Genau, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie ist so eine IP-Adresse denn aufgebaut? Und zwar gucken wir uns zum Beispiel einfach mal eine an. Das ist eine IPv4-Adresse und wie man gut erkennen kann, besteht die aus Zahlen und diesen Punkten hier drin, wenn man hier beobachtet. Und diese Zahlen liegen immer zwischen 0 bis 255. Das ist ein 8-Bit-Wert. Wegen Bitzahlen, da werden wir uns noch mit beschäftigen. Also im Prinzip die binären Zahlen werden wir uns noch angucken. Das wird wahrscheinlich das nächste Video. Okay. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Genau. Zwischen 0 und 255 sind wir ja da. Des Weiteren besteht, das war der Aufbau der IP-Adresse, die hat 4 Parts, wie man auch unter anderem erkennt. Die sind durch Punkte getrennt. Und wir haben halt einen vorderen Teil, mittler, hintere Teil. Wie die genau aufgebaut sind, da fehlt uns auch wieder ein weiteres Element, die sogenannte Subnet Mask, die zum Teil auch per Slash hinten angegeben wird. Wir haben jetzt eine Subnet Mask von 24, das wird normalerweise auch nicht so verwendet. Da fehlt euch natürlich jetzt das Video zu den Subnet Masks, also der Subnetzmaske, und dieses Binärrechnen. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, damit es hier überhaupt einen Sinn für euch gibt, ergibt. Im Moment macht das jetzt noch nicht so viel Sinn, das alles in ein Video reinzukloppen. Das heißt, ich werde es jetzt in 2 weitere Videos aufbauen, verbauen, wo wir einmal das Binärrechnen machen werden, damit man es auch grob versteht, wie das funktioniert. Und dann natürlich, was eine Subnet-Mask ist. Okay, dann gehen wir mal weiter. Jetzt gucken wir uns natürlich noch im Vergleich die IPv6-Adresse an. Und dann versteht ihr vielleicht auch, warum das im Moment einfacher ist. So sieht zum Beispiel eine voll ausgeschriebene IPv6-Adresse aus. Direkt von Wikipedia runterkopiert, weil ich selber habe mich auch noch nicht so groß mit dem Thema auseinandergesetzt. Auf jeden Fall ist diese auch in Hexadezimal angegeben und um einiges unübersichtlicher, würde ich mal spontan selber behaupten. Wir haben aber jetzt in dem Fall auch 8 Parts und Hexadezimal. Werden wir auch in dieser Binärrechenaufgabe oder Binärrechenvideo erläutern, was dann Hexadezimal ist. Weil, ja, wie gesagt, das macht jetzt keinen Sinn, das alles hier in dieses Video einzubauen. Natürlich ist das jetzt somit hier viel einfacher. Wir werden auch in den zukünftigen Videos nur mit IPv4 schaffen, außer es wird in der Zwischenzeit wirklich mal weltweit umgestellt auf IPv6, was ich mal spontan nicht so schnell vermute. Das wird wahrscheinlich angekündigt werden. Deswegen schaffen wir im Moment auf dem aktuellen Stand mit IPv4 und das werden wir in den weiteren Videos machen. So, das Video habe ich jetzt relativ kurz gehalten. Das ist schon die letzte Folie. Und ja, ich hoffe mal, dieses Format kommt auch einigermaßen gut an. Weil, klar, es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt hier ins Mikro schwätze und keinen interessiert. Hinterlasst mir mal Feedback, was ihr meint, ob das so okay ist. Ob euch sowas überhaupt interessieren würde. Und ja, dann gucke ich mal. Klar, solche Art von Videos sind meistens ein bisschen zeitraubender. Da, ja, man muss natürlich alles vorbereiten, man muss die Fakten zusammensuchen. Aber ich hätte damit eigentlich kein Problem. Es wird auf jeden Fall nur noch seltener dann Videos geben, wenn man so ein Format natürlich durchsetzen könnte. Aber es hätte auf jeden Fall viel mehr Input, würde ich mal behaupten. Jetzt gucken wir mal, ich werde jetzt wahrscheinlich noch einen zweiten Teil aufnehmen. Wann der online kommt, beziehungsweise wann der aufgenommen wird, wird man sehen. Im Moment lasse ich es mal, ich sehe dann auch euer Feedback. Aber dann würde ich mal sagen, beende ich das Video. Ich bin mal gespannt, was ihr meint, ob das euch überhaupt reizt. Und ja, beim nächsten Mal sehen wir uns wahrscheinlich wieder mit dem Binärrechnen. Oder überhaupt mal beim Binärrechnen, weil das werden wir auch für die Programmierung, kann man das öfters mal gebrauchen. Okay, dann beende ich jetzt dieses Video und tschüss, bis zum nächsten Mal.